Ja, also auf die Idee zu Mad Heidi kam ich auch so ein bisschen aus Verzweiflung, sage ich mal, weil es einfach keine guten Schweizer Filme gibt. Ja, und gerade der Genrebereich ist absolut tot in der Schweiz. In den letzten 20 Jahren gab es vielleicht 2-3 professionell produzierte Filme in diesem Bereich oder im Horrorbereich, im Genrebereich. Und ja, ich finde, irgendwer muss mal so einen Schweizer Film machen. Und das andere ist, dass man halt so das Gefühl hat, von der Kulturförderung werden immer nur die ewig gleichen Heimatfilme gefördert. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, wenn ihr unbedingt einen Heimatfilm wollt, mache ich halt einen, aber halt auf meine Art. Heidi! Go, Peter! Ja, so Mad Heidi spielt so in einem apokalyptischen Zukunftsszenario. Die ganze Welt versinkt im Chaos. Nur die Schweiz hat sich so als letzte Insel für die Reichen abgeschottet und wird beherrscht von einem bösen Präsidenten. Und ja, Heidi gerät dann in die Fänge der Regierungstruppen und ja, muss dann halt zurückschlagen und sich mit den Bauern verbrüdern, um gegen das Regime anzukämpfen. Wir haben ja jetzt einen ersten Teaser gedreht, den haben wir praktisch ohne Geld gedreht. Ich denke, gerade in der Schweiz, wo halt, oder in Europa, wo halt die meisten Filme mit Kulturförderung finanziert werden, ja, hat man es nicht ganz einfach als Genrefilm dann irgendwie da die Finanzierung sicherzustellen. Every citizen has a decision to make. You are either with us or with the cockroaches. Unser Projekt kann man unterstützen auf madheidi.com. Wir haben da einen Online-Shop und quasi ein Crowdfunding 2.0, das wir selbst entwickelt haben. Das Spezielle an unserem Crowdfunding ist, dass die Leute können entweder Merchandise kaufen, dann geht die Hälfte des Betrages an den Film, oder sie können sogenannte Heidi-Bonds kaufen, dann geht 100% an den Film. Und ihre Heidi-Bonds können sie dann umwandeln in spezielle Bonus-Rewards, also zum Beispiel für 100 Heidi-Bonds kann man einen Namen im Abspann haben, für 150 Heidi-Bonds gibt es eine Statistenrolle oder am beliebtesten für 300 Heidi-Bonds kann man eine Leiche spielen im Film. One badass Heidi. Also momentan ist unser Ziel, dass wir im Herbst 2019 drehen können. Es kann aber sehr gut sein, also dann, wenn wir im Herbst 2019 drehen, würde der Film im Frühling 20 wohl etwa rauskommen. Das ist ein realistisches Ziel, aber sicher auch sehr optimistisch. Also es kann sehr gut sein, dass es dann halt noch ein Jahr länger dauert, bis wir drehen können. Es hängt jetzt sehr davon ab, wie schnell es mit der Finanzierung vorwärts geht. Also je mehr Leute mitmachen da, desto rascher können wir auch den Film drehen. Die Swiss Army dead! Mad Heidi. Heidi needs you. Buy Heidi Bonds today and get exclusive rewards. Join the resistance now on madheidi.com.